So, ich laufe hier nicht in diese Schwerkraftfallen rein. Das wäre mehr als bitter. Den Kampf überlebt, aber die Schwerkraftfalle nicht. Ja. Aber soll schon dümmere Dinge gegeben haben, habe ich mal gehört. Tja, ich würde dir ja gerne helfen, Meister. Aber es geht scheinbar nicht. Okay, Speicherstation und dahinter eine Tür oder irgendwas. Mir schwant fürchterliches. Okay, wir sind vollgeladen. Ich gehe anfänglich erstmal mit dem Ripper rein. Mal gucken, was hier passiert. Ja, hier sind bloß Kisten zum Aufmachen. Nehmen wir mit. Ja, Ripper-Klingen. Nochmal Ripper-Klingen. Und 1000 Credits. Alright, ich glaube, wir sollen hier rein. Ja, dann. Abete Luzi. Hallo. Hier ist Glas oder irgendwas. Okay. Ja, nochmal Strahlenmunition. Da hinten können wir nicht durch, beziehungsweise nicht rein. Das riecht mir doch hier schon wieder nach Verbrennung und so. Ja. Die kann ich da rüber schieben. Was muss ich jetzt hier machen? Also ich habe in jedem Fall was zum Zerschießen gesehen. Okay. Okay, also ich hab's ehrlich gesagt noch nicht ganz begriffen, was ich hier eigentlich machen soll. Deswegen probieren wir es einfach mal. So auf gut Glück. Okay, hier werden wir einfach nur ab hier. Okay, also. Ich raff's nicht, ehrlich gesagt. Ich raff's nicht. Das geht hier hin und dahin. Geht das auch? Ah. Ah. Alles klar, Herr Kommissar. Na, das ist ja dann fast schon easy peasy hier.
So, jetzt wieder zurück. Okay. Hält sich alles noch im Rahmen bisher? So, jetzt habe ich hier irgendwas abgeschalten. Aha, okay, jetzt gibt es einfach keine Flammen mehr. Ja, schön. Finde ich gut. Was können wir hier machen? Siehst du das? Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Achso, hier ist Glas, da kommen wir nicht durch, okay. Ja, macht ja nichts. Isaac, hier drüben! Ich hoffe nicht, die anderen pumpen aber mein Kumpel aus. Sie haben den Singularitätskern. Raus! Bringen Sie den Kern zum Schatten und warten Sie nicht auf mich! Also, der ist weg. Man stelle sich vor, wenn jemand einem die Beine ausreißt. Meistens ist dann fini. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinwirkung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Schreit mal nicht so rum. So, Medikit. Ja, ja. Ja, ja.
Ist ja alles schön. Okay. Wir sollen hier links lang. Wenn wir hier geradeaus lang gehen? Ne, da kommen wir nur in eine Feuerhülle. Finden wir hier noch irgendwas? Ne. Alles zu. Hier könnten wir mal speichern. Speichern ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, wir wollen überschreiben. Weil, wenn wir jetzt drauf gehen, haben wir wenigstens einen Punkt, wo wir wieder anfangen können. Ja, ist ja gut. Ich weiß ja. Hier müssen wir jetzt ins Vakuum kommen. Richtig? Ja, richtig. So, wir wollen dorthin. Alter Vater. Können wir hier irgendwas sehen? Ja, wir sehen, dass hier alles explodiert. Und wir sehen, dass wir hier richtig sind. Okay, und weiter. Wahnsinn. Na gut. Ende der Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums. Natürlich wieder mal keine Stase aufgefüllt. Ich bin doch deppert, ja. So, ich hoffe, dass ich jetzt schnell meine Stase auffüllen kann, bevor hier der nächste kommt. Okay, passt. So, da wir Ripperklingen wirklich bis unter die Knieköchel haben, werden wir natürlich versuchen, die jetzt ein bisschen auszunutzen. Ach, guckt mal, hier haben wir einen Shop. Dann gucken wir mal, ob wir das Inventar vielleicht sogar ein bisschen angleichen. Weil, ich glaube, wir sind, naja, wobei, Strahlenmunition haben wir jetzt auch richtig viel. Ripperklingen, einfach nur todesunendlich viele Ripperklingen im Portfolio. Was ja nicht schlecht sein kann. Plasmaenergie haben wir auch ein bisschen. Halbleiter Diamant. 25k. Mhm. Ja, das ist schick. Das ist schick. Wir haben ein Luftkanister, wir haben aber kein Stase-Pack mehr bei. Das nehmen wir noch mit. Zack. Plasma-Pack, ja, ist eine ganze Menge. Strahlenmunition packe ich jetzt mal zweimal in die Binsen. Dann haben wir insgesamt 20 Schuss dabei. Richtig? Nee. 12, 14 sind 16 Schuss. Was passt da rein? Sechse. Ja, dürfte passen. Strahlenmunition dürfte erstmal hinkommen. Wobei, wir legen einfach die halbvolle ab und nehmen eine volle mit. Zack. So passt das. Impulsprojektile brauchen wir jetzt erstmal nicht. Haben wir eh nicht. Und Ripperklingen, die werden wir jetzt nicht rausnehmen. Die nehmen wir jetzt einfach mit und versuchen so viel wie möglich mit dem Ripper zu arbeiten. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil da eben halt so scheiß viele Klingen für abfallen. Und das Einzige, was ich jetzt nochmal mich mit dem Ripper ein bisschen auseinandersetzen wollte, ist, okay. Da schießt er dann einfach nur die Klinge einmal durch. Ob das so versus? Na gut, werden wir sehen. Kapitel 9. Damit auch erledigt. Ja, wir wollen speichern. Ich bin jetzt gespannt, wie viele Kapitel jetzt
insgesamt noch auf uns zukommen. Offiziell haben wir jetzt noch 10, 11, 12, 3 Kapitel noch. Wir haben jetzt gerade mal eine knappe Stunde gestreamt und haben schon 2 Kapitel hinter uns. Ich hoffe, dass es heute nicht so kurz geht. Wenn doch, ist es halt so. Kapitel 10, das Ende aller Tage. So, wie sieht unsere... Ja, wir sollen Kapitel 10, wir sollen das Shuttle reparieren. Dann tun wir das. So, jetzt kommt gleich ein Video. Sicher. Jetzt. Ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es 3, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Aha. Okay, gut. Also, Shuttle wieder flott machen, Navigationskarten finden. Alright. Kriegen wir hin. Überall Kerzen. Und jetzt beginnt der creepige Teil, sage ich euch. Jetzt wird's richtig interessant. Hier haben wir einen Job. Passt. Schlafblock C. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Plasmaenergie. Jetzt erschreckst du mich und dann kommst du hier nicht mal runter. Was sind das für eine Art und Weise? Find ich uncool. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, du hast doch da schon ein Tor. Komm doch raus. Wie war das bei Queen of the Damned? Kommt raus, wo immer ihr auch steckt. Anzug Level 5. Ja. Und ich wusste, warum ich gerade die 50k nicht angerührt habe in dem Shop. Wir hätten natürlich hier Ausrüstung farmen können. Oder Ausrüstung kaufen können, nach Möglichkeit. Aber das hier ist natürlich ein richtiger Leckerbissen. Z-Ball-Regeln. Stellen Sie sich auf die beleuchtete Plattform und aktivieren Sie sie, um das Spiel zu starten. Springen Sie auf so viele Bewertungsplattformen wie möglich, um Ihren Punktefaktor zu erhöhen. Verwenden Sie dann Ihr Chinesen-Modul, um den Ball zu fassen und ihn in den aktiven Korb zu bewerfen, bevor der Wurftimer abgelaufen ist. Nach jedem Level öffnet sich ein Spind mit einer Belohnung. Aha. Okay. Das heißt, wir können hier, okay, haben wir da Bock drauf? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Also, wir können auf diese einzelnen, das wird sicherlich Zero Gravity sein, wir dürfen auf diese einzelnen Plattformen hüpfen und müssen dann mittels Chinesen-Modul den Ball wahrscheinlich dort in diese einzelnen Dingle-Dice da reinwerfen. Okay. Kommt. Damit wir es einfach mal gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche... Tritt Schwerelosigkeit. Eine Nav-Karte. Ah, okay.
Alter, wie viele von diesen Mistviechern sind denn hier? Hui. Das haben wir aber gerade mehr als gerade so überlebt. Also ich glaube, wir standen ein oder zweimal ganz bösartig vor der Niederlage. Aber dafür wurden jetzt hier auch einige Medikits gedroppt. Gut, wie läuft der ganze Spaß hier? Also, wenn wir dorthin huschen, zack. Ah ja, dann können wir hier also starten. Starten. So, und wo ist jetzt die Baller? Ach, da ist der Ball. Naja. Belohnungsschrank freigeschaltet. Glückwunsch. Ja, Klipperkling. Die haben uns gerade auch so unglaublich viel gebracht bei diesen beiden oder dreien oder vier Kinder-Creepy-Mistviecher-Biestern. Natürlich. Wir haben ja auch sonst nichts Besseres vor, als uns hier gegen so einen Obermotz von Pissnaked zu wehren. Ist mir klar. Ja, ich hätte es genauso gemacht. Okay, hier geht's eh nicht weiter. Dann gehen wir dahin, wo wir hingehören. So, hier waren wir ja schon. Genau, hier hatte ich ja gesagt, hier fängt der Creep an. Thank you.
überhaupt nicht gut. Ein so ein Vieh, ja, verschafft einem so eine Kopfschmerzen. Und Gott sei Dank habe ich den nur halbwegs frühzeitig bemerkt. Ich hätte jetzt hier auch noch gegen noch 10 so eine Obermonster kämpfen können. Also hätte nicht, aber hätte passieren können. So, da hinten ist noch was. So, wir haben en masse Ripperkling. Dafür nicht ein einziges Medikit. Ha. So, schauen wir mal. Anzug Level 5, gerade freigeschalten. Und ich würde fast wetten, dass wir uns den leisten können. Bitte, bitte. Anzug Level 5. Ah, 60.000. Naja, okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir definitiv hin. Und was verkaufen wir da am sinnvollsten? Die Ripperklingen. Wir verkaufen ein Paket Ripperklingen, dann reicht das ganze Thema. Zack. So, Level 5. Anzug Level 5. Kaufen. Yeah. So, damit haben wir den Anzug auf voller Möhre. Geil. Wir brauchen in jedem Fall noch Medipacks. Ohne Medipacks gehe ich hier nicht aus dem Haus. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir vielleicht noch was verkaufen können. Also so ein Luftkanister bringt jetzt nur 1000. Ist jetzt nicht so worth, aber vielleicht sollten wir es mitnehmen. Vielleicht aber auch nicht und einfach nochmal so ein paar Ripperklingen verkaufen. Komm, scheiß drauf, wir verkaufen nochmal ein paar Ripperklingen. Und holen uns dafür noch Medikits. Wir können ein Medipack groß oder zwei kleinen kaufen. Reicht gerade so, um uns überhaupt mal in Richtung halbwegs klar Schiff zu bringen, aber was soll's. So, da scheint ein Fahrstuhl zu sein. Den werden wir dann jetzt auch nehmen.